Hi, mein Name ist Robert Marc Lehmann, Meeresbiologe, Forschungstaucher und Canon Ambassador. Wir sind jetzt gerade auf einer Expedition auf den Azoren. Hier ist es oft ziemlich schaukelig. Das heißt, wir brauchen ein gutes Objektiv, was stabilisiert ist und am besten noch eine Kamera, die auch stabilisiert ist. Es geht also in diesem Hack um den IBIS, In-Body Stabilization System. Ihr kennt natürlich die Objektive, die bereits einen Image Stabilizer verbaut haben, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel ältere Objektive habt, die das noch nicht haben, gleicht jetzt die Kamera bis zu 8 Blendenstufen aus. Ihr müsst euch das im Prinzip so vorstellen, der Sensor ist stabilisiert und die Kamera außenrum, die kann wackeln, zum Beispiel durch meine wackelige Hand oder wenn ich kein Stativ bei einer Langzeitbelichtung verwende. Das gleicht die Kamera eben jetzt schön aus, das funktioniert bei der R6 und bei der R5. Und durch diese 8 Blendenstufen Image Stabilization kann jetzt im Prinzip ein Bild möglich werden, was früher, was ihr auf jeden Fall verwackelt hättet, heute mit einem Zehntel oder einem Fünftel. Und das kann man eben jetzt mit der In-Body Stabilization aus der Hand halten. Funktioniert bei R5 und R6. Das heißt im Prinzip auch in einer Low-Light-Situation, in der ihr euch befindet, könnt ihr mal eine Sekunde aus der Hand einfach so halten. Das wäre überhaupt kein Problem. Jetzt haben wir hier zwar keine Delfine, aber auf Verdacht sind wir hergefahren, weil wir was gesehen haben. Jetzt sitzen hier ein paar Kagaros, das sind Sepia-Sturmtaucher. Und wenn die auf der Wasseroberfläche sitzen, ist immer irgendwas los. Und es ist nicht so einfach, das Ganze zu filmen, aber mit Image Stabilizer, stabilisierten Objektiv und dem Animal Eye Tracking Autofokus ist das eigentlich ganz gut. Oh, jetzt gehen sie los, zack. Wir haben jetzt hier gerade Delfine fotografiert, große Tümmler im Sonnenuntergang. Das sind relativ schwierige Bedingungen, Wellen, sich bewegendes Boot. Aber das Schöne ist, gerade mit so einer R5 oder auch einer R6, die ein IBIS hat, also In-Body Stabilization, versucht der Stabilisator immer das, was das Objektiv nicht leisten kann. Also selbst wenn ihr ein Objektiv ohne Stabilisator habt, das auszugleichen, sodass immer auf allen 5 Achsen stabilisiert ist. Und dann könnt ihr auch selbst mit langen Brennweiten, zack, 200 ausgefahren, Videos, Fotos machen, die echt gut funktionieren und nicht verwackelt sind. Also das gibt einfach die beste Unterstützung aus der Kamera im Zusammenspiel mit dem Objektiv. Und als allerletzte Variante der Stabilisierung könnt ihr noch den digitalen Image Stabilizer verwenden. Aber der croppt dann das Bild ein bisschen. Da gibt es zwei Varianten, also ein bisschen und dann ein bisschen mehr. Geht auch, aber ich verwende schon den, der im Objektiv ist, im Zusammenspiel mit der Kamera. Und da empfehle ich euch wirklich die neuen RF-Objektive, neue Kameras R6, R5. Im Zusammenspiel, das ist wirklich Deluxe, das macht das Filmen richtig einfach mittlerweile. Das Schöne an so einem Bildstabilisator, der in der Kamera oder auch im Objektiv verbaut ist, ist natürlich, der hilft euch auf dem Boot in diesen bumpy Situations, das haben wir ja nun gesehen bei den Walen und Delfinen, oder wenn es einfach schnell Run and Gun sein muss, aber der hilft euch nicht nur in diesen Action-Situationen, sondern auch mal, wenn es ein bisschen ruhiger wird, so wie jetzt hier. Wir sind schon nach dem Sonnenuntergang. Es geht so in Richtung blaue Stunde. Und ich möchte jetzt noch mal so ein paar Felsen fotografieren, Leuchtturm im Hintergrund, noch so ein paar ziehende Wolken und einfach mal die Wellen so ordentlich verschwimmen lassen. Das heißt, wir haben jetzt sowas Blende 9, Blende 10, ISO 100 und da wird gleich eine Belichtungszeit rauskommen. Ja, 2 Sekunden. Mal gucken, ob wir das halten können mit dem IBIS. Achtung. Und das wird tatsächlich scharf. Das ist wirklich geil. Leute, und da ist es so ein bisschen, guckt euch das mal an, das sieht doch gut aus. Und da geht es auch so ein bisschen darum, also ich kann meinen Körper nutzen und das natürlich mit meiner 3-Punkt-Fixierung. 1, 2 am Objektiv und 3 ist dann natürlich hier am Kopf. Aber das wackelt manchmal ein bisschen. Ich mache das ganz gerne so. Ich mache mich richtig steif, ich bin das menschliche Stativ und ziehe den Gurt richtig straff. Das heißt, ich halte das hin. Wir sehen ja nun mit unseren Displays das hier ordentlich. Zack. Gut, richtig straff. Einmal kurz die Luft angehalten und ich zoome da mal rein. Super, kannst du verwenden, ist alles geil. Also da muss man wie immer so ein bisschen erfinderisch sein. Was man jetzt auch noch machen könnte, ist die Kamera mit dem Self-Timer, also Selbstauslöser. Hier ist jetzt so ein bisschen Wasser, vollgespritzter Beton, ist nicht ganz optimal, aber da lege ich einen Kamerarucksack drunter oder ziehe mir kurz die Jacke aus und lege das drunter und mache damit das Bild. Einfach ein bisschen kreativ sein, aber das Schöne ist, mit diesen neuen Kameras, R6, R5, Image Stabilized, da könnt ihr locker Belichtungszeiten
2 Sekunden außer Hand halten. Das hilft euch auch mal, wenn ihr einen Wasserfall so verschwimmen lassen wollt, mit einem ND-Filter vorne drauf oder was auch immer. Gerade was mit bewegtem Wasser zu tun hat, ist immer geil. Lange Belichtungszeit, das verschwimmt so schön. Felsen im Vordergrund, das liebe ich einfach. Und da braucht man jetzt eigentlich kein Stativ mehr. Kann man in Notfällen oder wenn man einfach Bock drauf hat, immer so aus der Hand machen, weil eben schön stabilisiert. Ist doch toll. So, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß bei unserem neuesten Canon Hack über den Image Stabilizer. Leute, und das Wichtigste an der ganzen Sache ist, geht raus, probiert die Sachen aus, probiert euch aus, traut den Kameras auch mal ordentlich was zu und macht es einfach. Macht es einfach. Boop. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Robert Marc Lehmann, Canon Ambassador, und checkt auch mal die Canon Academy Deutschland Webseite aus. Also, tschaußen.